die Mannschaftsaufstellung von Borussia Dortmund. Im Tor mit der Nummer 1, Roman. Mit der Nummer 4, Neven. Ja, hallo, liebe Fußballfreunde. 33. Spieltag. Ihr seht das Topspiel Freiburg gegen Bayern München, was jetzt aber eigentlich nur noch Prestige-Duell ist. Ein Prestige-Duell, weil Bayern ja schon seinen Titel eingefahren hat. Wir spielen gegen Dortmund. Da geht es für uns natürlich in erster Linie darum, den zweiten Tabellenplatz zu sichern. Mit einem Sieg wäre das der Fall. Aber auch für den BVB ist es nochmal interessant, anzugreifen und versuchen, ja, nochmal in die internationalen Plätze reinzukommen. Wir sehen aber Niklas Süle, muss eine Gelb-Rot-Sperre absitzen, der fehlt uns. Und im dritten Spiel geht es für Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart auch nur noch um Prestige. Ja. Und deswegen gehen wir gleich rein in die Mannschaftssitzung. Also Süle muss raus, dafür kommt jetzt Alvarez rein. Und jetzt müssen wir leider, ja, wir können De Vrij mitnehmen. Der kann ja auch Innenverteidigung spielen. Wie sieht's aus mit Berger? Ja, mit einer 10 kann man erstmal auflaufen lassen. Und Bender kann auch noch Innenverteidiger spielen. Also wir brauchen da jetzt keinen, weil wir wollen eigentlich da unten. Ja, ich gebe jetzt auch Kevin Prinz Boateng in die Reserve. Dauerhaft, weil ich glaube nicht, dass er nochmal für uns in der nächsten Saison interessant sein kann. Aber dann kann er jetzt hier die zweite Mannschaft führen und kann sich schon mal dran gewöhnen. Vielleicht schafft ja der FC Schalke 04, der FC Hansa mit ihm zusammen jetzt den Aufstieg. Das wäre toll. Wir müssen nochmal in die News reingucken. Es gibt natürlich nochmal, Arnold bedankt sich bei mir. Dann Pokalauslosung, Relegation. Also wir spielen gegen Memmingen. Dann Steinkrug ist verletzt. Der hat sich ein Kapselriss zugezogen. Daniel Heinze verlängert seinen Vertrag um 4 Jahre. Das ist also in Sack und Tüten. Ich denke, dass er in der nächsten Saison auf der rechten Verteidigungsposition für uns ein Mann sein wird. Dann haben wir Marvin Schmalz. Nee, erstmal Daniel Heinze, ja, das ist okay. Marvin Schmalz akzeptiert, der geht dann in die Reserve. Dann haben wir hier Ole Fleck. Auch. Christian Fleischer akzeptiert. Maurice Händel. Auch zweite Mannschaft. Tobias Bluczynski auch. Und Michael Wright akzeptiert mein Angebot. Der ist sogar in der ersten Mannschaft jetzt schon dabei. Aber er ist noch verletzt. Aber ich kann ihn schon mal begrüßen. Herzlich willkommen. Ich glaube, dass der einen Dolmetscher braucht, ne? Ja, nee. Legt Wert auf Gespräche. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal hier die Trainingsziele einstellen. Da könnten wir jetzt schon mal dribbeln, weil meine Stürmer müssen immer dribbeln können. Und ich denke mal, Schnelligkeit können wir noch nehmen. So sieht's mal aus. Muss natürlich noch ein schönes Bildchen kriegen. Okay, jetzt müssen wir noch mal gucken. Ja. Schmalz, den müssten wir ja auch mal begrüßen hier. Ne, können wir im Moment nicht. Okay, lassen wir das immer gut sein. Gucken wir uns die erste Mannschaft an. So, Marvin Duck steht ja noch vorne in der Torjägerliste. Rambazamba macht. Bam. Stellt euch mal die Mannschaft vor. Thomas Kraft war ja mal einer von uns. Wer meine Let's Plays regelmäßig verfolgt, weiß das. 29 Spiele für uns gemacht. Aber dank Marc Reimann
konnten wir uns dann für Mark entscheiden. Ja, gehen wir doch mal das ganze Team durch. Im Tor also der Thomas Kraft, Marcel Schmelzer, Mike Kehrmann, den wir auch mal haben wollten. Vielleicht sogar noch versuchen werden zu kriegen. Marian Saar, Stefan Lang, Duciak, Bender, Großkreuz, Aftejai Doniz. War ja auch bei uns. Von 2014 bis 2018 vier Jahre. Jetzt mittlerweile auch schon vier Jahre in Dortmund. Hat dort 77 Spiele gemacht, 19 Tore, bei uns 110 Spiele und 14 Tore. Ja, da wurde ich ja auch schon darauf angesprochen, ihn vielleicht mal zurückzuholen. Aber mit 23 Millionen ist das nichts. Und vorne Marvin Ducksch. Also da werden wir nicht reagieren können. Aber ich will trotzdem mal schauen, wie viel finanzielle Möglichkeiten wir haben. Na, nicht viel. Nicht viel. Ich gebe diese 1,7 mal hier in die Infrastruktur rein. So, mehr kriegen wir da gar nicht. Ja, 5,6 hätten wir für Transfermöglichkeiten, aber da sollten wir vielleicht die zweite Mannschaft verstärken mit. Ja, ich denke, in der nächsten Folge werden wir dann mal hier so ein bisschen philosophieren, was mit unserer Mannschaft passiert. Jetzt gehen wir rein ins Spiel. Viel Spaß, auf geht's. Und hier ist die Mannschaft von Borussia Dortmund. Ja, dann darf ich euch herzlich begrüßen zum 33. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga in der Saison 2020/21. Hier in dem Spiel geht es für Dortmund noch einen Versuch zu starten, in die internationalen Plätze reinzukommen. Also für Dortmund ist das Spiel wichtiger wie für uns. Wir hätten ja noch eine Möglichkeit, im letzten Spiel uns Platz 2 zu sichern, aber wir können es heute theoretisch und praktisch schon selbst entscheiden, indem wir einfach gewinnen. Patrick Weihrauch kämpft noch um seine Torjägerkanone. Milik von Leverkusen ist da, oder von Köln, ich weiß gar nicht. Nee, Leverkusen. Jetzt gibt es aber erstmal Gelb von Sven Bender. Die Meisterschaft ist entschieden. Ja, für den HSV wird es jetzt noch darum gehen, gegen Hoffenheim einen Relegationsplatz zu halten. Also Hoffenheim steht ja noch hinter den HSV. Ich glaube, 3 Punkte sind das. Da wird es auch spannend zu beobachten sein, wie es da unten dann in der Saison geht. Und da ist Doniz Aftejai, den wir uns leider nicht mehr leisten können. Und da ist Marvin Ducksch mit seinem ersten Tor. Sein 25. Treffer im Wettbewerb. So, und alle bewusst stehen bleiben. Tja, für den BVB hier, wir haben gerade noch Norbert Dickel gehört, mit dem ich ja mal früher in der Hessenauswahl gespielt habe. Also den kenne ich persönlich noch aus alten Zeiten, das wisst ihr ja, die meine Let's Plays verfolgen, kennen ja so ein bisschen von dem, was ich schon in der Vergangenheit erzählt habe. Ist ein feiner Kerl, der Norbert. Ist ja Stadionsprecher beim BVB. Und ich bin auch dem BVB, obwohl ich ja ein Bayern-Fan bin, auch sehr verbunden, weil mütterlicherseits kommen wir aus Recklinghausen, also
Da ist Westfalenblut in mir. Deswegen schaue ich auch immer gerne zu, was der BVB in der Bundesliga leistet, sowohl wie im realen Leben als wie auch hier bei mir im FM. Ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, dass meiner Mannschaft am Ende hier die Luft ausgegangen ist. Das sieht man auch in allen Spielen gegen Schalke nur im Unentschieden. Verletzungspech hat uns auch geplagt in dieser Saison. Es war keine leichte Saison. Wenn wir dann am Ende auf Platz 2 stehen können, dann haben wir eine riesen Saison wieder gespielt. Wir sind ausgeschieden im Halbfinale im DFB-Pokal. So, da gibt es Gelb für Suarez. Kann sein, dass dann Arnold nochmal seine Chance kriegt, Maxi Arnold. Ja, meinen Spielern geht halt einfach die Kraft aus und das ist verständlich. Fürs nächste Jahr muss man dann schauen, was wir machen. Geld haben wir nicht viel. Ich denke, die 5,7 Millionen, die wir jetzt noch investieren können in diesem Jahr, sollten wir dann in die zweite Mannschaft, auch in den Jugendbereich investieren. Also in die zweite Mannschaft und auch in junge Spieler investieren. Dann wird es spannend sein, ob Vereine unsere Spitzenspieler versuchen werden abzukaufen. Ich habe da in der laufenden Saison immer beobachtet, ob es... Oh, rot für Jonas Hofmann. Das finde ich ein bisschen zu hart. Oh ja, das ist zu hart. War zwar ein Foul, aber das hätte man auch mit Gelb bei Gelb belassen können. Also die großen Einkäufe werden wir nicht machen können, es sei denn, es werden von uns gute Spieler in den Fokus geraten. Also ich habe es so ein bisschen verfolgt. Bei Patrick Weihrauch habe ich gesehen, gab es Interessenten, die sind aber wieder abgesprungen. Bei Schmitz waren Interessenten dran. Ronny Marcos war auch im Fokus von einigen Vereinen. Ahrens war auch mal hier und da im Gespräch. Schmitz hatte ich, glaube ich, schon angesprochen. Ne? Also es gibt da durchaus Möglichkeiten, dass ein paar Spieler uns verlassen werden. Wen wir natürlich versuchen werden zu halten, ist Patrick Weihrauch. Und natürlich auch Schmitz. Das sind unsere Säulen. Marc Reimann, jetzt Nationaltorhüter, auch durchaus ein Kandidat, der immer wieder von Vereinen im Fokus war, Angebote bekommen hat. So, und jetzt geht Bender auch. Das heißt, der BVB, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, zwei Spieler weniger. Das spielt uns natürlich in die Karten. Ne? Also Hoffmann ist runter, Bender ist jetzt runter und Markus aus einer Entfernung, wo er treffen kann. Und genauso sieht's aus, sein siebter Treffer, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl. 1:1, das spielt uns in die Karten. Zwei Mann weniger auf dem Platz. Oh, das ist natürlich für den BVB traurig. Das wird heftig. Also, ihr, die da draußen immer fleißig mitschaut, große Transfers wird es nicht geben für uns. Wenn dann höchstens das Vereine an, jetzt geht Suarez auch raus. Was ist denn hier bitte los? Drei Spieler jetzt schon vom Platz und das nach 45 Minuten. Sehr, sehr, sehr. Ja, da zeigt man, oder da sieht man, welche Brisanz in dem Spiel drin liegt, ne? Ja, wir lassen das so.
oder gehen wir in die Halbzeit? Hoffenheim liegt zurück in der HSV. Führt. Okay. Ja. Gott sei Dank ist jetzt der Platzverlust für uns nicht so schlimm. Ich will aber noch mal reingucken, wer jetzt alles bei dem Gegner, wie es jetzt aussieht, in welchen Positionen. Beim Spielmacher brauchen wir jetzt auch keinen. Also der komplette Sturm ist praktisch ausgefallen, bis auf Duxch. Gut, dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Bleibt mir Zeit, noch ein bisschen zu philosophieren. Also wie gesagt, bei uns kann es passieren, dass einige Spieler versucht werden abzuwerben. Wir werden aber, wenn das nicht passiert, keine großartigen Einkäufe haben. Im Gegenteil, wir werden die zweite Mannschaft und die Jugend verstärken. Unabhängig davon, ob jetzt die zweite Mannschaft aufsteigen sollte. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und nächstes Jahr, wenn wir dann wieder in die Bundesliga eingreifen, oder ist Duxch durch? Scheiße. Ja, wir sehen es. Borussia jetzt um einen Punkt an den internationalen Plätzen dran. Also die kämpfen wie die Löwen. Ja. Ja, mein Vertrag wurde ja auch hier verlängert. Um ein weiteres Jahr. Es kann aber nächstes Jahr sein, dass auch mir Offerten gemacht werden. Und man muss natürlich abwarten, wie es läuft. Also wir werden praktisch mit dem Team, die wir jetzt hier auf dem Platz sehen, werden wir in die Bundesliga-Saison reingehen. Sollte uns vorher nicht noch jemand verlassen. Güfalsson kommt für den Sturm zurück. Ich denke, dann hat Max Münch vielleicht die Chance, in der zweiten Mannschaft Erfahrung zu sammeln, mehr Spielpraxis zu bekommen. Ahrens macht hier sein Tor. Ich glaube, der 22. Treffer. Ahrens und Weihrauch vorne gesetzt. Dahinter haben wir dann noch Conor Wickham und Gifaldson. Mit den vier Stürmern werden wir nächstes Jahr in die Spielzeit gehen. Und die anderen Spieler, so wie Max Münch, gehen da erstmal in die Reserve und können sich da austoben. Gelb. Ich glaube, das ist Sami Khedira, der hier gelb bekommt. Ja, da gehe ich aber auf Nummer sicher. Den nehme ich jetzt raus. Dafür kommt dann Lars Bender rein. Und für De Vrij, also für Koray Günther kommt De Vrij rein. Subotić kommt bei Dortmund rein. Nicht, wie er da durchgeht. Also ist schade, dass wir ihn abgeben mussten. Ist schade. Schmelzer geht raus und Piszczek kommt rein. Bin halt nochmal gespannt, was wir über die Börse an Einnahmen bekommen. Ich werde auch nochmal den Börsenkurs mir anschauen. Ich meine, der ist gestiegen.
Vielleicht haben wir ja doch noch die Möglichkeit, nächstes Jahr einen Top-Transfer zu tätigen. Müssten wir eigentlich machen. Wir müssen natürlich am Ende der Saison Bilanz ziehen. Ach, was ist denn das für ein Eigentor? Nee, Piszczek macht es. Ja, aber guck mal selber. Jetzt Leitner kommt rein für Buczak. Sorry, dass ich eben mal so da rein gedingst habe hier ins Mikro. Ja, wie gesagt, Erkältung. Ah! Und Patrick Weihrauch macht sein... Nee, doch. Patrick Weihrauch macht seinen 36. Treffer. Also der könnte eventuell am Ende noch seine 40 Tore schaffen, aber 4 Spiele in einem Tor hat er schon mal geschafft. Trotzdem 36 Tore ist schon eine tolle Zahl. Oh, das wird Dortmund stinken. Und noch ist ja Zeit. Ja, es wird Bilanz zu ziehen sein und zu gucken, wie die neuen Spieler, die wir geholt haben, wie die in dieser Saison welche Leistung sie erbracht haben, ob wir sie halten werden, ob wir ihnen ein weiteres Jahr eine Chance einräumen oder ob wir sie abgeben und durch Neueinkäufe, also das muss man alles überlegen, das muss gut gemanagt werden. Im Grunde genommen besteht aber kein Zeitdruck. Wir können das Ganze in Ruhe abwägen. Wir können auch mit den Spielern in Ruhe sprechen. Denn wir haben langfristig geplant mit allen. Und es gibt ja auch interessante Spieler aus der zweiten Mannschaft, die durchaus in der Lage sind, nächstes Jahr, ich denke da an den rechten Verteidiger, an Heinze, der durchaus in der Lage ist, einen De Vrij zu beerben. Wobei De Vrij ja unser amtlicher Kapitän ist. Patrick nochmal mit einer guten Chance. Würde ja gerne nochmal die Torjägerkrone holen dieses Jahr. Ohne Zweifel. Dann war er, ich glaube, 3 Jahre jetzt in der Weltklasse. Das würde er natürlich gerne dieses Jahr auch nochmal bestätigen. Ahrens immer internationale Klasse gewesen zuletzt. Denk, das wird er auch wieder bestätigen. 3:3 geht's aus, wir sehen uns gleich. So, da sind wir. 3:3, wir sehen Patrick Weihrauch bester Mann und wir gucken in die Tabelle. Wir haben den 2. Tabellenplatz, allerdings 2 Punkte dahinter Leverkusen. Schalke kann nicht mehr an uns rankommen, also für uns geht's noch um Platz 2 oder 3. Fest steht, dass wir nächstes Jahr Champions League spielen, also... Im Grunde genommen ist es jetzt nicht mehr so schlimm, selbst wenn wir am Ende nur Dritter wären. Das wäre auch noch toll. Ja, der Hamburger SV hat es geschafft, die Relegation zu erreichen. Hoffenheim ist raus, die können im letzten Spiel nichts mehr erreichen. Und Dortmund wird definitiv nicht international spielen. Die einzige Mannschaft, die hier noch eine Chance hat, im letzten Spieltag wäre Eintracht Frankfurt, indem sie an Gladbach vorbeiziehen würden. Das wäre noch möglich. Alle anderen Plätze sind eigentlich ziemlich sicher. Für Freiburg ist jetzt klar Europa League. Ich denke Champions League nicht mehr. Und wie sieht es aus bei den besten Spielern, bei den Torschützen? Ja. Demi liegt weiterhin 1 vor. Das wird auch nochmal spannend. Das wird spannend. Gut. Dann sage ich an der Stelle Tschüss. Freue mich. Warte mal, hier wollen wir nochmal gucken. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich wollte auch nochmal gucken, ob wir von der Relegation noch was sehen.
Deswegen bleiben wir noch mal kurz hier auf dem Kanal. Ziegelwechsel von Sturm Graz nach Petersburg. Okay. Wir spielen gegen den HSV, wobei für den HSV jetzt eigentlich das Spiel unerheblich ist, ne? Also, ich sag tschüss.